So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Minecraft-Megaprojekt, meine Leute. Und auf jeden Fall, ich muss mal eigentlich hier in dem Video, will ich einfach nur was sagen dazu eigentlich. Ich bin jetzt hier einfach oben auf meinem Dach und kann man einfach mal nochmal hier so ein bisschen die Stadt sehen und so die Sachen, die wir gebaut haben und so. Und auf jeden Fall, ich wollte eigentlich nur mal sagen, das mit dem Megaprojekt, wie ihr wisst, ist ja, ich habe jetzt auch noch das Craft Attack eigentlich, aber das läuft eigentlich auch nicht mehr irgendwie. Und das ist auch einfach ich habe auch nicht so viel Zeit eigentlich so unbedingt jetzt immer den Server irgendwie aufzuhaben und das geht einfach bei mir zeitlich einfach nicht. Und deswegen wollte ich eigentlich sagen, dass ich jetzt fürs erste Mal, also wenn ich jetzt irgendwann nochmal Zeit hätte oder so, aber ansonsten würde ich jetzt einfach erstmal sagen, dass ich keine richtigen Community-Projekte mache. Weil ich habe gemerkt, schon jetzt beim Craft Attack, ich meine, das ging ja noch halbwegs ordentlich eigentlich. Ich meine, da haben wir ja auch schon sehr viel gespielt, aber es waren halt nur ein paar 20 Folgen, weil ich halt natürlich nicht alles aufgenommen habe, was wir eigentlich gemacht haben. Aber wenn ich da natürlich alles aufgenommen hätte, dann wären das bestimmt über 100 Folgen auf jeden Fall gewesen. Und ja, das ist halt immer so eine Sache bei mir. Und beim Craft Attack Projekt, da war es jetzt halt auch so, da haben wir auch wirklich generell nicht viel gespielt, sondern das war halt wirklich auch einfach so, ich hatte halt nie so unbedingt Zeit, weil wir halt jetzt auch immer jetzt so Abitur halt machen und deswegen habe ich da nicht so mega viel Zeit, weil wir immer so viel Arbeiten schreiben und so. Und das geht halt einfach zeitlich nicht und da wollte ich einfach nur sagen halt, dass ich, wenn ich Projekte mache, dass ich die, wenn höchstens alleine mache oder halt mit einem einzigsten. Und das ist dann halt immer ein Kollege von mir oder so, bei dem ich weiß, ja, der kann das auch aufnehmen oder mit dem spiele ich halt immer. Und das wird dann meistens natürlich, wenn dann der Fast Turtle sein. Und Größe geht raus auf jeden Fall. Aber warum ist da das Tor offen? Das darf da nicht auf sein. Auf jeden Fall, das war das, was ich sagen wollte. Und ich werde auch das Megaprojekt, zumindest mal das hier jetzt, so von dieser Welt. Da wird es wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr weitergehen. Ich hatte ja mal letztens noch eine Folge hochgeladen, wo ich hier in das Waldanwesen gegangen bin auf der Karte. Habt ihr ja, denke ich, gesehen. So ein paar auf jeden Fall. Und ja, hier wollte ich einfach halt dann mit der Welt vielleicht so abschließen. Ich werde das Megaprojekt natürlich jetzt weitermachen. Es wird auch dann nicht irgendwie Megaprojekt 2 heißen oder so. Ich werde halt nur in eine andere Welt reingehen. Und ich werde halt quasi komplett neu alleine dann halt was bauen. Und dann kann ich mir auch die Zeit nehmen und muss irgendwie auf keinen aufpassen, dass der jetzt irgendwie creeft oder halt Scheiße macht oder von anderen Sachen klaut oder ich weiß ja auch nicht oder sich alle gegenseitig immer bekämpfen oder sowas. Das ist halt immer so die Sache, wenn man halt alleine ist, dann kann man das halt viel ordentlicher machen. Dann kann man auch sich quasi richtige Ziele setzen, ohne dass man jetzt auf andere jetzt gucken muss. Ich meine, hier haben wir auch noch ein bisschen ein bauendes Haus so noch, ein bisschen was gebaut gehabt. Und hier die ganzen Häuser, die waren ja eigentlich so auch noch nicht fertig und ich weiß, ich habe mein Haus ja jetzt halt fertig gebaut in dem Sinn, aber ich meine, dann kann ich halt nichts mehr machen, so zwangsweise. Ich habe dann halt hier noch ein bisschen immer mitgeholfen, da jetzt den Fluss da ein bisschen, dass wir so einen Fluss zu machen und hier ein bisschen Deko hinzumachen, dass es ein bisschen ordentlicher aussieht. Haben dann halt hier das Villager-Dorf haben wir halt, also hier die Farm quasi, haben wir dann halt noch richtig gebaut und haben halt hier die Fläche ein bisschen ordentlicher gemacht. Aber das ist dann auch so das Einzige, was ich dann halt noch so richtig machen kann, wenn man jetzt halt quasi sich so ein Grundstück absteckt, aber das mache ich dann in der neuen Welt wahrscheinlich nicht mehr so. Da mache ich einfach halt, ja, das ist einfach meine Welt. Das wird quasi wie so ein Survival-Projekt einfach, bei dem man einfach ganz normal Minecraft spielt, jetzt ohne irgendwelche Eingrenzungen oder so. Also man kann es quasi als Let's Play einfach sehen von Minecraft, aber dann halt trotzdem unter dem Namen Megaprojekt, weil ich versuche dann halt auch schon wirklich irgendwie große Sachen zu bauen, schon Riesenfarm oder sonst irgendwas, aber das wird kein, auf jeden Fall, also kein Let's Play jetzt irgendwie, wo dann nichts kommt, also wo ich dann nichts baue oder so. Natürlich ist immer klar, ich bin halt immer am Überlegen, ob ich dann irgendwie alles aufnehme oder ob ich halt wirklich nur, wenn ich halt was ordentlich, wenn ich jetzt was Richtiges mache oder so ein Update-Video mache. Das könnt ihr mir bitte gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn es euch interessiert. Auf jeden Fall würde mich auf jeden Fall mega freuen und es wird mir auf jeden Fall auch mega weiterhelfen, wenn ihr das machen würdet. Und dann kann ich mir auch mal ein Bild darüber machen, was euch eigentlich mehr gefällt, wenn ich halt nur so Update-Videos hochlade oder wenn ich wirklich alles komplett, auch dieses ganzen Farmen und halt, wenn man halt mal nicht so richtig was macht, wenn man dann einfach nur rumläuft irgendwie.
Oder einfach gerade, je nachdem, wenn ich jetzt halt jetzt den Fast Turtle mit reinnehme, ob ich, wenn ich einfach nur mit ihm rede und einfach nur in der Welt bin, das sind halt dann so Sachen, wo dann ja auch nicht so mega interessant sind eigentlich, die man auch nicht unbedingt dann aufnehmen muss irgendwie. Aber wie gesagt, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, würde mich wirklich mega, mega freuen. Und natürlich auch generell mal so Feedback da lassen, ob ich noch irgendwas verändern soll oder noch was besser machen kann. Und ja, das war eigentlich so alles, was ich dazu sagen wollte. Also das war jetzt so hier von der Map alles, was wir jetzt hier so quasi gebaut haben. Ich meine, das hat schon wirklich ein bisschen gedauert, aber naja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann, denke ich mal, beim Megaprojekt, beim neuen, in einer anderen Welt auf jeden Fall. Es wird trotzdem noch dasselbe Megaprojekt sein. Ich werde die Folgen auch jetzt nicht nochmal mit 01 anfangen oder so. Ich werde es dann weitermachen. Ich weiß nicht, das könnte die 22. Folge jetzt hier sein oder so. Da wird halt Folge 23 draus und dann bin ich halt auf einer neuen Welt. Aber das war auf jeden Fall alles, was ich dazu sagen wollte. Und dann, ja, würde ich sagen, wenn das Video euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.